Wie heißt sie? Florinda. Florinda. Und Sie haben sie seit 20 Jahren nicht gesehen? Ja. Ich habe ein Foto von ihr. Von damals. Oh. Eine sehr schöne Frau. Ja. Sie hätte ein Geheimnis, das sie mir offenbaren will, hat sie geschrieben. Aber nur, wenn ich mich persönlich blicken lasse. Da bin ich aber sehr gespannt, was sie in Santo Domingo erwartet. Ich auch, muss ich zugeben. Spanische Kolonie in der Neuen Welt. Die Hauptstadt Santo Domingo wurde bereits 1494 von Bartolomé Colón, dem Bruder von Christoph Kolumbus, gegründet. Andreas, ja? Du bist dran. Text bitte. Ja. Dies ist das schönste Land, das ein menschliches Auge je sah. Das schrieb Kolumbus an die Königin Isabella von Kastilien. Ja, später hat er seine ganze Familie von Spanien nachkommen lassen. Und er wollte, dass er nach seinem Tod hier begraben wird. Sein Grabmal ist am Hauptportal der Kathedrale. Nix kaufen, Andreas, bitte. Ach Mensch, komm, im Nu sind hier 20 und dann haben wir keine Ruhe mehr. Es ist nie ganz geklärt worden, ob seine Gebeine nun wirklich hier liegen oder im spanischen Sevilla. Einige behaupten sogar, sie wären nach Kuba überführt worden, um sie vor den Franzosen in Sicherheit zu bringen. So, und jetzt gehen wir bitte weiter zur Kathedrale. Aus welchen Familienverhältnissen mag der wohl kommen? Wer? Ja, der kleine Junge. Ach du, vielleicht sind es daheim 10 Kinder, Vater Gelegenheitsarbeiter, Mutter arbeitslos und die Kinder gehen betteln. Das ist ungefähr die Durchschnittsfamilie, aus der er kommen kann. Ja? Quiero que le enseñe la ciudad. Conozco muchos edificios viejos y bellas iglesias. Ich glaube, die will uns eine Stadt zeigen. Ja. Na, das wäre doch was. Eine Privatführung durch Santo Domingo. Wie heißt du denn überhaupt? Oh Gott, mein Spanisch. Comisiana? Alberto. Andreas. Wenn wir mit der Tour fertig sind, dann ziehen wir mit dir los. Silvia, darf ich dir unseren neuen Reiseleiter vorstellen? Alberto! Hola, Alberto! Rezeption. Können Sie uns ein Stück mitnehmen? Na klar, steigen Sie auf. Oh, das ist sehr lieb, danke. Wir sind gerade eben erst angekommen, deswegen können wir noch kein Goldbad organisieren. Aha. Wir sehen uns nachher an der Rezeption. Warte nicht so wild. Pass schon auf, dass ich keine Palme umfährt. Sind Sie eine Flugzeugcrew? Ja, glückliche Reise. Wir fliegen mit den Urlaubern an die schönsten Ferienziele der Welt. Aber da sind Sie hier ja genau richtig. Ja, ist ein schönes Plätzchen, um Urlaub zu machen, was? Ja, ja, ja. Wir sind geschäftig hier. So, was verkaufen Sie denn? Nichts. Wir sind in der Gastronomie tätig. Aha. Wir suchen ein kleines Restaurant oder eine Beteiligung an einem Hotel. Sie haben wohl vom Klima in Deutschland die Nase voll, was? Ja, das kann man so sagen. Alle Palmen stehen noch. Hallo. Danke fürs Mitnehmen. Ja. Wiedersehen, gern geschehen. Entschuldigen Sie, kennen wir uns nicht irgendwo her? Nein, ich glaube nicht. Judith, komm, auf. Entschuldigen Sie und nochmals vielen Dank. Wiedersehen. Merkwürdiges Paar. Judith. Eine Verflossene von dir? Oh, hoffentlich nicht. Ihr Begleiter sieht nicht so aus, als ob er für sowas Humor hätte. Excuse me. Is Miss Robinson here? No, no. No, we were here.
Where can I find her? Difícil decirlo. Where is Florinda Robinson now? Si quiere usted encontrarla, está en Último Barrios ahora. But where? Which street? Avenida Independencia. ¿Qué número? No sé. Murió hace 6 meses. I know. I take you. Gracias. Die Stadtführung schon vorgestellt. Ja, vielleicht hat er nachher Hunger. Ja. Jetzt hat er Durst. Ja, der führt uns in jede Garküche, in jede Eisdiele und an jeden Obststand von Santo Domingo. Und überall hat er Hunger und Durst, ne? Da gönnen wir es ihm. Ich würde nur interessieren, wo er herkommt, was seine Familie macht, was er tut. Ja, jetzt lassen wir ihn in Ruhe austrinken und dann fragen wir ihn. Ne? Is this the place where I can find her? Aber das ist doch ein Friedhof. Ist sie... Is she dead? Also, ich habe mit dem Hotelmanager gesprochen. So wie es aussieht, haben wir endlich mal Glück. Es gibt hier in der Nähe ein altspanisches Künstlerdorf, Altos de Chavón. Da ist ein italienisches Restaurant, das ist zurzeit geschlossen. Und das könnten wir pachten. Ja, das klingt doch gar nicht schlecht. Warum fahren wir nicht hin und schauen uns das einfach an, ne? Der Hotelmanager wollte natürlich wissen, was wir in Deutschland gemacht haben und warum wir uns verändern wollen. Ja, und? Hast du es ihm gesagt? Was hätte ich ihm wohl sagen sollen? Ja, dass wir in Deutschland bereits ein italienisches Restaurant geführt haben, dass du lange Zeit in Italien gelebt hast und dass wir notfalls auch investieren können. Ja, mein Schatz, das habe ich ihm alles gesagt. Na und? Nichts und, er will es sich überlegen. Ja, wunderbar, das ist noch alles offen. Eben, ja. Und was ist, wenn er sich in Deutschland nach uns erkundigt? Meinst du, die rufen die Polizei an? Es ist alles möglich, Judith. Das ist doch nicht so negativ. Jetzt hat es bisher hergeklappt, jetzt schaffen wir das andere auch. Ach du lieber Gott, da kommt der Typ wieder. Darum lass uns verschwinden. Los, mal wieder dumme Fragen stellen, eigentlich. Hallo. Na, überlegst du immer noch, woher du die Dame kennst? Ach, ich möchte schwören, ich habe sie schon irgendwo gesehen. Aber wo? Vielleicht im Gefängnis. Ja. Ich habe gerade gehört, dass die beiden Ärger mit der Polizei haben. Ah, interessant. Las flores son de parte mía. Buenos días. Guten Tag. Buenos días. Sie kommen aus Deutschland? Ja. Mein Großvater war auch Deutscher. Sie haben meine Mutter gekannt? Ihre Mutter? Ja, ich habe sie gekannt. Aber es ist schon lange her. Wann ist Ihre Mutter denn gestorben? Vor einem halben Jahr. Sie wurde plötzlich krank. Es tut mir leid. Merkwürdig. Ich habe noch vor 4 Wochen einen Brief von ihr bekommen. Dann sind Sie Viktor Nimitz? Ja. Florinda hat mir nie geschrieben, dass sie eine Tochter hat. Wir haben immer gehofft, meine Mutter hat immer gehofft, dass Sie mal persönlich kommen. Dann wollte sie mich Ihnen vorstellen. Es sollte eine Überraschung werden. Das war also Ihr Geheimnis. Aber warum ist der Brief so spät angekommen? Wahrscheinlich ist die Post daran schuld. Wahrscheinlich. Wenn ich gewusst hätte, dass sie krank ist, wäre ich früher gekommen, aber ihre Mutter... Ich weiß, dass Mutter nicht wollte, dass Sie herkommen. Ich glaube, wir müssen mal ausführlich über alles reden. Ja, das müssen wir. Ja, morgen das jetzt.
Siehst du, jetzt ist es passiert. Ich hab gewusst, dass es besser ist, wenn wir uns hier nicht blicken lassen. Der Alberto wird kommen, da bin ich ganz sicher. Déjenlo tranquilo, son mis amigos. Da ist er schon. Alberto! Hola. Hola, Alberto. Wo ist denn deine Familie? Mein Spanisch, wo ist deine Familie? Die Donne ist der Familie. Aquí está mi mamá. ¿Y dónde está tu mamá? Se murió. Oh, sie ist gestorben. ¿Y tu papá? No lo conozco. Den kennt er nicht, dein Vater. Todos ellos son mis hermanos. Son niños, no tienen papá ni mamá. Die haben ja alle keine Familie. Es María, mi hermanita. Hola, Maria. Seine Schwester. Die ist ja auch was Liebes, du. Na prima, jetzt hast du wieder jemanden, den du bemuttern kannst, gell? Hallo, hallo. Hallo. Na, schon in der Sonne? Vorsicht, Vorsicht. Also ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass ich Sie kenne. Das glaube ich nicht. Waren Sie mal bei einer Fluglinie beschäftigt? Oder in einem Hotel? Mein Vater hat ein Hotel, ja. Wo? Auf Capri. Das ist es, Capri. Hotel Amalfi. Richtig. Dann ist Ihr Vater Kurt Marbach. Genau. Ein guter Freund von mir. Ich habe mein Bild bei ihm gekauft. Moment, dann sind Sie der Pilot, Rolf Erhard. Der meinem Vater dieses große Ölgemälde abgeschwatzt hat? Ach, er weint dem Bild jetzt noch nach. Es hängt bei mir im Wohnzimmer, an einem Ehrenplatz. Und Sie sind die bildhübsche Signorina Judith, die mit den Jungs am Strand Fußball gespielt hat, stimmt's? Genau. Sie wohnen nicht mehr bei Ihrem Vater auf Capri? Schon lange nicht mehr. Ich habe dort Dirk kennengelernt. Wir haben geheiratet und sind nach Frankfurt gezogen. Frankfurt? Oh, ich wohne auch in Frankfurt. Wirklich? Ja, da kennen Sie sicherlich unser italienisches Restaurant, das wir haben. Hatten. Hatten? Schutzgelderpressung. Jetzt habe ich den ganzen Laden auseinandergenommen, weil wir nicht bezahlt haben. Ach, ich verstehe. Deshalb wollen Sie weg aus Deutschland. Es tut mir leid. Oh, ich will nicht weiter stören. Ich hoffe, wir sehen uns noch. Hallo. Hallo. Schönen Tag. Was wollte er? Er kennt meinen Vater und das Hotel. Na wunderbar, dann weiß er jetzt genau, wer du bist. Das ist der Alcázar de Colón, der Palast des Kolumbus. Einst die Residenz der spanischen Vizekönige. Mein Großvater Edward war oft hier und im angrenzenden Museum tätig. Er war ein berühmter Kolumbusforscher. Ja, ich weiß. Ich habe ihn gekannt. Nach seinem Tod haben meine Mutter und ich weiter in seinem schönen Haus gewohnt. Wir mussten leider Schulden machen, um die Operation meiner Mutter zu bezahlen. Sie haben das Haus verkaufen müssen? Ja, ich hatte leider niemanden, der mir geholfen hat. Nur meine Großmutter. Die Frau des Kolumbusforschers? Seine geschiedene Frau. Ah. Sie trat der kommunistischen Partei bei und hat sich irgendwelchen Guerillagruppen angeschlossen. Das hat Großvater nicht verkraftet. Er war ein sehr konservativer Mensch. Allerdings, für Großmutter war der Prototyp des Klassenfeindes. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo ich jetzt wohne. In Deutschland würde man sagen, eine romantische Dachwohnung. Kein Fließwasser, keine Heizung, Toilette einen Stock tiefer, aber ein herrlicher Blick über die Stadt. Nicht schlecht. Was machen Sie jetzt eigentlich beruflich? Im Moment gar nichts. Ich war mitten im Studium. Eine Ausbildung als Dolmetscherin. Aber als Mutter starb, habe ich alles abgebrochen. Das Haus verkauft, die Schulden bezahlt, das Begräbnis organisiert. Das hat mich alles sehr mitgenommen. Kann ich verstehen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sie können ruhig du zu mir sagen. Ich heiße Flavia. Ich bin Viktor. Also Flavia, wie alt bist du eigentlich? 18. 18. Dann bist du geboren 1900, egal. Auf jeden Fall lange nachdem ich deine Mutter das letzte Mal gesehen habe. Nein,
Ziemlich genau 9 Monate nach deinem letzten Besuch bei ihr wurde ich geboren. Ach ja? Und hat dir deine Mutter gesagt, dass ich, Nein, sie hat mir nie gesagt, wer mein Vater ist. Es sei nicht wichtig für mich, hat sie gemeint. Aber ich habe mir geschworen, dass ich meinen Vater finden werde. Und vielleicht habe ich ihn schon gefunden. Also ein bisschen verrückt sind wir ja schon, gell? Ja komm, also das mit dem Duschen und Abseifen war deine Idee. Ja, das war auch nötig, aber die ganzen Klamotten hast du gekauft, gell? Okay, ja, wir haben doch nichts. Ja. So, raus aus dem Wasser, abtrocknen. Komm her. Schaut, dass Sie der Richtige sind für unser Lokal. Senior Weimar hat er gesagt. I think you are the right person for our restaurant, Signore Weimar. Besonders die Vorschläge Ihrer Frau zur Neugestaltung der Innenräume haben mich überzeugt. Ja, du hast ihn wirklich sehr imponiert. Und unser restliches Bargeld hast du auch rausgehauen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mensch, Judith, wir haben es geschafft. Ein italienisches Restaurant in Altus de Chavon. Hm? Komm, darauf trinken wir ein. Verdammte Geschichte in Frankfurt nicht mehr. Mach dir keine Gedanken, sie werden uns hier schon nicht finden. Ja gut, angenommen, du hast recht und sie finden uns wirklich nicht. Wie werden wir selbst damit fertig? Wir müssen versuchen, es zu vergessen. Lass uns einfach von vorne anfangen. Vergessen? Wie soll ich denn das vergessen? Entschuldigen Sie, hätten Sie was dagegen, wenn ich mit Ihrer Frau tanze? Nein, wenn sie nichts dagegen hat. Ja, gerne. Danke. Der einsame Wolf hat wieder mal zugeschlagen. Alle Achtung! Hallo? Hallo? Oh, hallo. Darf ich vorstellen, das ist... Flavia. Andreas. Silvia. Sie ist meine... Ich meine... eine gute Freundin von mir. Nein, besser gesagt, die Tochter einer guten Freundin von mir. Sie hat Sprachen studiert und ist zurzeit ohne Job. Und vielleicht sollte sie es einmal als Reiseleiterin versuchen. Ja. Gäbe es da eine Möglichkeit bei uns? Ach, bei uns? Ja, so ein Zufall. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir die 2 Touren morgen organisieren. Ja, ja, wir sind ja total überlastet. Da können wir so einen dritten Mann natürlich dringend gebrauchen. Das hört sich gut an, nicht wahr? Es gibt dann nämlich 2 Kinder und die brauchen dringend eine Spezialbetreuung. Spanischen Stil über dem Tal des Rio Chavón erbaut. In den kleinen Häusern arbeiten Künstler und in dem archäologischen Museum können Sie etwas über die Kultur der Taino-Indianer erfahren, die hier einmal gelebt haben. Sie können sich jetzt hier in Ruhe umsehen und etwas kaufen, wenn Sie wollen. Wir sehen uns dann in einer Stunde wieder. Du machst das ganz ausgezeichnet. Ich habe extra diese Tour vorgeschlagen, weil ich mich hier sehr gut auskenne. Ich bin hier nämlich schon fast wie zu Hause. Wieso? Hier wohnt jemand, den du vielleicht kennenlernen solltest. Wer? Meine Großmutter. Ach, die Kommunistin. Die Zeiten haben sich schon lange geändert. Meine Oma hat sich dem Kapitalismus untergeordnet. Sie muss schließlich von irgendetwas leben. Und was macht sie denn? Sie malt sehr schöne Bilder. Ich stell sie dir vor, sie wohnt gleich da oben, auf dem Balkon, die Frau.
Gerne. Du bist also überzeugt, dass ich dein Vater bin? Ja, spricht alles dafür. Weißt du, es würde mich freuen, wenn es so wäre, aber deine Mutter hätte mich ganz sicher davon unterrichtet. Naja, sie hat nicht sehr viel von dir gehalten. Flugkapitäne, die sind wie Seeleute, hat sie immer gesagt. In jedem Hafen eine andere Braut. Den kannst du vergessen. Was hat sie gesagt? Und wer hat dann an mich geschrieben? Du warst es. Ich wollte dich eben kennenlernen. In der fraglichen Zeit vor meiner Geburt gab es keine Männer in Mutters Nähe. Ich habe das genau recherchiert. Du warst der Einzige. Komm, wir gehen jetzt zu meiner Großmutter, ja? Hola. Hola. Este es Victor, comandante aéreo. Puede ser mi papá. Victor Nemetz. Hast du ihr gesagt, dass ich dein Vater bin? Ja. Und was hat sie gesagt? Siehst du doch, sie kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Adios, Maria. Adios. Adios, Alberto. Adios. Was gibt's denn noch? Aquí está mi hermano Dante, mi hermana Julissa, deine Schwester. Und noch ein Bruder. Das ist aber eine ziemlich große Verwandtschaft, ne? Ja, was mache ich jetzt mit euch? Nein, man könnte hier auf jeden Fall ja eine Terrasse machen, verstehst du? Ich denke mir, neuen Verputz und hier vielleicht... Oh, Entschuldigung. Pardon. Könnt ihr einen Augenblick mit Ihrer Frau sprechen? Bitte schön. Hey, wait a minute. Let me show you the kitchen here. Ja, ich komme. Sie übernehmen das Restaurant, habe ich gehört. Ja. Haben wir nicht ein Glück? Gratuliere. Danke. Ich habe gestern mit Ihrem Vater telefoniert. Mit meinem Vater? Ja. Er hat keine Ahnung, dass Sie hier sind. Haben Sie es ihm gesagt? Nein. Ich dachte, es ist besser für Sie, wenn er es nicht weiß. Ja, das ist auch gut so. Ich werde ihm alles erzählen, wenn die Zeit reif ist. Es soll eine Überraschung sein. Ah ja. Er wird sehr überrascht sein, wenn er erfährt, dass Sie von der Polizei gesucht werden. Woher wissen Sie das? Judith, was auch immer in Frankfurt in diesem Restaurant passiert ist, bitte sagen Sie es mir. Bitte. Ich möchte Ihnen nämlich gerne helfen. Sie können mir nicht helfen. Niemand kann uns helfen. Hat es mit dieser Schutzgelderpressung zu tun? Sie sind gekommen und haben alles, alles, was wir mühsam aufgebaut haben, in ein paar Minuten in einen Trümmerhaufen verwandelt. Und wir haben dabei zugeschaut. Sie haben uns ja festgehalten. Anschließend war plötzlich nur noch einer da. Der wollte plötzlich dann auch noch alles anzünden. Dirk hat einen Stuhl genommen und hat auf ihn eingeschlagen. Immer und immer wieder, bis er sich nicht mehr bewegte. Er hat ihn erschlagen. Ja, aber warum haben Sie nicht sofort die Polizei informiert?
Wir sind erst mal nach oben gegangen, haben unsere Sachen gepackt und aus dem Tresor unser Geld genommen. Dann sind wir noch in derselben Nacht ins Ausland gegangen. Und von da aus sind wir dann hierher. Das war aber sehr unbedacht von Ihnen beiden. Was hätten wir denn tun sollen? Hätten wir zur Polizei gehen sollen und alles sagen und dann anschließend jahrelang hinter Gitter sitzen? Ganz weg, das ist doch Notwehr. Wer fragt denn danach? Glauben Sie, die Erpresser hätten uns in Ruhe gelassen? Umgebracht hätten sie uns alle beide. Sie wissen doch, wie hilflos die Polizei in solchen Situationen ist. Nein. Nein, nach Hause können wir nicht mehr. Wenn Sie uns wirklich helfen wollen, dann bitte, bitte, Rolf, dann behalten Sie es einfach für sich. Und lassen Sie uns in Ruhe. Thank you very much for showing me this. I'd like to have a last look at the... I'm glad you like it. Dirk! Was hast du denn? Was ist denn los mit dir? Ich habe ihm alles gesagt. Na, alles in Ordnung? Hatten Sie auch so ein bisschen Zeit, sich privat näher kennenzulernen? Sie hat mich zum Vater gemacht. Was? So schnell geht es? Flavia ist allem Anschein nach meine Tochter. Ach so, ja, dann gratuliere ich. So eine große Tochter haben Sie. Ich war vor 19 Jahren das letzte Mal hier. Vor 19 Jahren? Ja, da haben Sie sich aber bisher nicht sehr um Ihre Tochter gekümmert, ne? Nein, aber wir holen jetzt alles nach. Hm? Nicht wahr? Schreckliches. Oh nein. Tut mir leid, ich hab's einfach nicht geschafft. Ja, sie weint schon die ganze Fahrt über. Sie hat gestern ihren Papi verloren. Ich hab's nicht geschafft. Wir haben alle keine Eltern mehr. Keiner kümmert sich um sie. Und was machen wir jetzt mit denen hier? Na, jetzt machen wir erstmal eine große Spaghetti-Party und dann sehen wir weiter. Spaghetti-Party, hier im Hotel. Ja, ich weiß, was hätte ich denn tun sollen? Also jetzt bleiben die Kinder erstmal hier. Ich hätte aber eine Idee. Meine Großmutter hat ein großes Haus und für eine Nacht können wir die Kinder erstmal dort unterbringen. Das wäre ja toll. Danke. Also, jetzt alle mal herhören hier. Escucha mit todos. Das Boot ist gut, das nehmen wir. Die Fahrt durch den Canyon soll ein tolles Erlebnis sein. Ja, das werden wir dann schon sehen. Okay, wann geht's los? Na ja, ich würde sagen um 8 Uhr, da ist noch nicht so heiß. 8:30 ab Hotel, das reicht auch. Ja, ja, alte Schlafmütze. Wir brauchen jemanden, der sie betreut. Vielleicht wäre das was für sie. Nicht? Da
Das Haus deiner Großmutter steht doch leer. Ja, nur sie und ihre alten Träume von der Weltrevolution leben drin. Da könnte ein ganz anderer Traum in Erfüllung gehen. Vielleicht mit ein bisschen finanzieller Hilfe aus Deutschland. Die Idee könnte von mir sein. Meine Tochter. Herr Erhard? Hallo? Er ist nicht da. Vielleicht ist ja bloß die Klingel kaputt. Was soll ich denn eigentlich sagen? Sicher gehen, dass er uns nicht in die Pfanne haut. Schätze bloß nicht so viel gequatscht. Hallo. Hör mal, ich hab doch... Hallo. Ach ja, ist das die Kripo Frankfurt? Ja, endlich. Ich möchte gern den Hauptmeister Fischer sprechen. Ja, Rolf Erhard. Es ist dringend, ja? Ach, der ist beim Einsatz. Ach, ja, und wann kommt er wieder? Morgen erst ab 17 Uhr. Ach, ja, also gut, dann rufe ich morgen nach 17 Uhr wieder an, ja? Erkennungsdienst, Moment. Ja, die Nummer habe ich auch. Gut, danke. Wiedersehen. Mist, ich hab's doch gewusst, der will die Polizei informieren. Psst, nicht so laut. Das eine sag ich dir. Ich lass mir von dem nicht alles kaputt machen, gerade jetzt nicht, wo es so gut läuft. Morgen. Ja, was ist? Ich suche dich überall. Es ist schon nach 9. Oh, entschuldige, ich habe verschlafen. Und außerdem, die beiden fahren ausgerechnet heute nach Santa Catalina. Ist eine Trauminsel. Da wollte ich eigentlich gerne mitfahren. Ja, was denn? Und jetzt soll ich allein mit dem Boot durch den Canyon düsen? Ein Mann wie du, der bleibt doch nicht lange allein. Frag sie doch mal. Sie kommt bestimmt gerne mit. Wetten, dass er schafft? Hallo. Morgen. Morgen. Na, wie geht's? Ach, es geht so. Mhm. Wo ist denn Ihr Mann? Er schläft noch. Hat gestern wohl ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Das soll vorkommen. Ich muss mit Ihnen reden. Das trifft sich gut. Ich auch mit Ihnen. Wie wär's mit deiner kleinen Bootsfahrt? Wir können dann alles besprechen. Eine Bootsfahrt? Ja, gut. Na bitte, was habe ich gesagt? Entschuldigen Sie, haben Sie meine Frau irgendwo gesehen? Die ist gerade weg. Wissen Sie, wohin? Sie macht eine Bootstour mit unserem Co-Piloten. Aha. Dankeschön. Schön hier. Ich denke, Sie wollten etwas mit mir bereden. Ladies first. Also gut, dann ohne Umschweife. Sie können uns natürlich anzeigen, das ist Ihr gutes Recht. Aber wenn Sie wirklich ein Freund meines Vaters sind und wenn Sie mir helfen wollen, dann bitte rufen Sie nicht bei der Polizei in Deutschland an. Leider zu spät. Sie haben schon. Nur um Ihnen zu helfen, habe ich in Frankfurt angerufen. Ich habe da einen Freund bei der Kripo. Was hat er gesagt? Er kennt Ihren Fall. Also alles aus? Nein. In Ihrem Restaurant wurde lediglich ein Schwerverletzter gefunden. Verletzt? Nicht tot? Nein. Der Verletzte verweigert jede Aussage. Er soll ziemlich viel Dreck am Stecken haben. Das würde ja bedeuten... Sie können jederzeit nach Hause zurückfahren. Nein, das geht nicht. Die Schutzgelderpresse wird uns keine Ruhe lassen. Bleiben Sie doch. Machen hier Ihre Aussage. Sie meinen, das geht? Ich helfe Ihnen doch. Danke. Kommen Sie, lassen Sie uns schnell zurückfahren. Dann kann ich alles Dirk erzählen. Okay, wir fahren zur anderen Anlegestelle. Da sind wir schneller beim Hotel, ja? Gut, aber bitte schnell. Festhalten. Thank you.
Senor, how much is the boat? El bote, quanto? 450 pesos. What is that, 400? 450. Oh, no, it's too much. For 300, sí? 350. 350 pesos. Oh. No, 300, that's all. Esta es la primera letra del alfabeto. Tienen que aprenderlas a hacer, ¿saben? Y ustedes. Später können wir dann einen Lehrer organisieren. Meine Großmutter kann meinen Kindern malen und Gitarre spielen kann sie auch. Es bleibt noch die finanzielle Seite. Unser Reiseleiter ist Eigentümer einer Fabrik in Deutschland. Und ich kenne einige Leute mit Geld. Schließlich bist du meine Tochter. Und ich habe als Vater viel nachzuholen. Danke. Was sucht sie denn? Sie will mir etwas zeigen. Pablo Recinto, der Revolutionär. Er ist erschossen worden. ¿Por qué me da esto? Pablo Recinto es tu padre. Nos quedamos callados porque era peligroso para ti. Teníamos miedo de que te mataran también. Was ist mit ihm? Hat sie nicht tu padre gesagt? Sie behauptet, Pablo Recinto war mein Vater. Man hat es mir verschwiegen, weil es gefährlich für mich war. Sie befürchteten, dass man mich auch umbringen würde. Es que teníamos miedo, porque mataron a tu padre, mataron a tu madre. Teníamos miedo por tu vida, por eso nos quedamos callados todos. Meine Großmutter wollte nicht, dass... Sie wollte eben, dass ich nun erfahre, wer mein richtiger Vater ist. Geht wieder nicht. Mist. Was ist denn los? Ja, das Benzin ist alle oder irgendwas. Ich weiß auch nicht. Ja, dann was machen wir jetzt? Wie kommen wir weiter? Auf alle Fälle müssen wir hier an Land, sonst treiben wir ab. Wie tief wird's hier ja, sein? Ja, muss ich mal ausprobieren. Ich geh mal rein. Oh Gottchen. Vorsicht! Auch es geht. Nicht so tief. Also, ich schieb da ein bisschen, ja? So. Ist schön warm. So. Oh mein Gott. Krokodile! Oh, oder da! Komm schnell! Denkst du? Ich weiß nicht, ob ich traurig sein soll. Ich glaube, ich bin's. Ich auch. Thank you.
soll das? Was treibt ihr hier? Du verstehst das völlig falsch. Rolf hat bei der Polizei in Deutschland herausgefunden, dass der Mann in unserem Lokal nicht tot ist. Ja. Er ist zwar verletzt, aber er lebt. Ist das wahr? Das ist wahr. Du bist unschuldig. Niemand verfolgt uns mehr. Außer ein paar Krokodile. Ja, ich glaube, wir müssen weg. Komm. Hey! Sag mal, wollt ihr mich als Dank den Viechern zum Fraß vorwerfen, oder was? Was ist denn Ihr Problem? Sie haben noch ein Boot. Die Maschine ist kaputt. Hier, kommen Sie, nehmen Sie das Seil und halten Sie es fest. Danke. Bitte. Ich glaube, ich habe zu danken. Uns, dass wir eine Stiftung ins Leben gerufen haben, die die Versorgung unseres kleinen Alberto und seiner Freunde übernehmen wird. Die Gelder dazu werden wir in Deutschland organisieren und wir selbst werden uns nach Kräften beteiligen. Also ich schlage vor, dass unser Kapitän Viktor Nemitz die Vaterschaft für die Stiftung übernimmt. Danke für die Ehre, aber lieber nicht. Ja, doch, doch, Sie können sich dann wenigstens da als Vater betätigen, nachdem sie anderweitig leider nicht geklappt hat. Danke, dass Sie die Führung des italienischen Restaurants übernehmen werden. Und Ihr Beitrag könnte es sein, sich um das leibliche Wohl unserer Kleinen zu kümmern. Gut, darüber lässt sich reden. Bis die Organisation Fuß gefasst hat, werden alle Kinder von uns gratis verköstigt. Oh. Das nenne ich eine noble Geste. Und dafür passen Sie auf unseren Nachwuchs auf. Was soll denn das heißen? Ja, was soll das wohl heißen? Ja, was soll das heißen? Ja, was soll das heißen? Ja.